Was habt ihr denn morgen vor? Morgen geht's nach Bottrop hin. Ihr seid doch wohl verrückt. Auf die Piste. Ja, ja, natürlich, klar. Mit Sandy. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr morgen schon wieder los seid. Habt ihr sie noch alle? Fans sind hartgesottene. Fans leben und sterben für ihre Sache. Fans vergöttern ihre Idole. So wie Familie Nöcker aus dem Sauerland. Sie steht vor dem Spiegel und sie macht sich schön. So schön, so schön. Schlager bedeutet für mich das pure Leben. Sie tanzt den Rhythmus dieser Nacht. Eine komplette Familie im Schlagerrausch. Die Nöckers im Fanfieber. Ihr Idol heißt Sandy Wagner. Wenn er auftritt, dann ist das Sing-Sang-Quartett zur Stelle an vorderster Front. Menden bei Dortmund. Ein beschauliches Örtchen im Sauerland. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. Wäre da nicht ein infektiöses Virus, das unaufhaltsam und leise um sich greift. Sein Herz sitzt hinter den Mauern dieses gut getarnten Einfamilienhauses. Es nennt sich Schlagerwahn und hat alle Bewohner befallen. Hallo, ich bin die Biggie. Hallo, ich bin die Andrea. Hallo, ich bin die Christina. Und ich bin der Jupp. Und zusammen sind wir die schlagerverrückte Familie Nöcker. Ja! Yeah! Schlagermusik. Für die Nöckers Lebensfreude im Reinzustand. Wenn die Musik ihres Lieblingsinterpreten aus den Boxen dröhnt, vergessen die Sauerländer ihr alltägliches Leben. Familienoberhaupt Jupp pfeift auf die Gartenarbeit. Hausfrau Biggie schmeißt den Kochlöffel weg. Die Töchter Andrea und Christina legen die Schminksachen in die Ecke und den Bleistift aufs Buch. Denn wenn der Gesang ihr Ohr befällt, dann gehen sie im heimischen Wohnzimmer richtig ab. Das Leben haut nach Spüren. Und mit jedem Tag im Disco-Licht die Sterne berühren. Sie tanzt den Rhythmus dieser Nacht. Der Mann am Pult hat heute die Nacht. Auf jeden Fall sind wir Schlager verrückt. Ohne Schlager geht's nicht. Nee. Ohne Schlager könnte ich nicht leben. Unsere Familie ist sehr lustig, immer gut drauf. Dass uns auch viele ansprechen und sagen, Mensch, was ist denn mit euch los? Und andere in eurem Alter sitzen dann im Bude und wir gehen, oder sagen wir andersrum, wenn andere ins Bett gehen, gehen wir auf Piste. Wie sich das für echte Schlagerfans gehört, so ist auch das Wohnzimmer der Nöckers mit ihren Lieblingen gepflastert. Vor allem ein Künstler hat es ihnen angetan. Ihr Idol heißt Sandy Wagner. Besonders Mama Birgit fährt auf ihn ab. Sandy Wagner habe ich im Fitnessstudio kennengelernt, als ich mit Christina da zum ersten Mal hingegangen bin. Und er war auf dem Crosstrainer. Mhm. Da sage ich so zu ihr, da ist er! Da ist er! Sie hat immer gesagt, da ist er! Wer denn? Ja, da, Sandy! Ja, Sandy, wer ist Sandy? Ja, und dann hat sie mir ihn vorgestellt. Ja, und da kam er auch direkt zu uns hin. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann hat er uns seine E-Mail-Adresse gegeben. Dann konnten wir mal auf seiner Homepage da gucken. Und ja, und so kam das immer mehr. Und dann hat er uns eingeladen nach Waltrop hin zum Fanclub-Treffen. Und das war super. Also, das hat mir so gut gefallen. Und dann sind wir immer weiter in den Fanclub. So immer mehr geworden, ja. Er macht einfach die tollsten Songs. Finde ich einfach total klasse. Und er ist nun mal eben der geilste Sänger für uns. Ja, wann tritt denn Sandy jetzt morgen auf, damit wir auch vor der Bühne dann erste Reihe stehen? 8 Uhr. Wir müssen pünktlich sein, ja, damit wir in die erste Reihe kommen. Wir dürfen ihn ja nicht verpassen. Nee, auf keinen Fall. Okay. Macht ihr schon. Ja. Einmal durch, vorne an der Bühne. Ich bin hinter euch. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja den Chor anstehen. Ja, genau. Ja, klar. Das wird super. Das wird klasse. Oh, ich freue mich schon richtig. Ich auch. Ja. Das wird super geil. Ja, ich freue mich schon. Das ist die erste Reihe, wir machen Party. Sein Leben ohne Schlager, ohne Sandy, das geht gar nicht mehr. Also ich würde auf einer einsamen Insel auf jeden Fall alles, was ich habe, von Sandy mitnehmen. Egal, ob mein T-Shirt, meine Jacke, also Poster, Hauptsache ist dabei. Also dass meine Frau verrückt ist nach Sandy und die ganze Familie, das stört mich nicht. Solange es nicht bei uns im Schlafzimmer ist, habe ich da kein Problem mit. Schlager ist für das Quartett eine Art legale Droge. Am liebsten hätten sie sämtliche Freunde und Bekannte mit dabei. Und um die zu überzeugen, haben sie am Nachmittag zum Sektchen geladen. Ja, ihr wisst ja wo.
Ja, Prost, wenn wir was. Dagmar, die beste Freundin der Frau Mama, kann den Schlagerwahn allerdings überhaupt nicht nachvollziehen. Birgit, was habt ihr denn morgen vor? Morgen geht's nach Bottrop hin. Ihr seid doch wohl verrückt. Auf die Piste. Ja, natürlich mit Sandy. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr morgen schon wieder los seid. Habt ihr sie noch alle? Natürlich. Ohne Sandy geht das nicht am Wochenende. Ach, bei mir geht's doch auch ohne Sandy am Wochenende. Aber bei uns doch nicht. Uns doch nicht. Ach, ihr seid doch verrückt. Der gehört zu unserem Leben. Das ist wirklich eine verrückte Familie. Da hat die Mutter die Kinder angesteckt und der Vater hinkte noch hinterher. David, du kommst doch auch mit morgen. Oh nein, natürlich nicht musst schon du wieder. Mit. Ja, sicher, ich habe keine Lust mehr auf den Natürlich Knopf. Natürlich musst du mit. Das weißt du doch. Du gehörst doch jetzt dazu. Du willst mein Schwiegersohn werden. Ich bin der Freund von Andrea. Ich saß jetzt momentan ganz genervt an der Ecke der Diskussion. Und mein Herz schlägt einfach nur für elektronische Musik. Bin auch total begeistert. Und ja, mit Schlager komme ich überhaupt nicht klar. Und ich finde das auch total crazy, dass die jedes Wochenende noch unterwegs sind. Und mich nervt das einfach. Ich will eher was mit ihr machen, anstatt da unterwegs zu sein mit den Eltern und mit der Schwester. Nee, das ist mir total egal, was Sie reden. Also wir machen unser Ding und wir ziehen das auch voll durch und das ist mir sowas von egal. Das macht mir also überhaupt nichts aus, was Sie sagen. Kommt denn der David mit? Ja, ich denke doch schon, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ja, der muss mit. Ja. Das weiß ich nicht. Der hört doch keine Schlager, der hat doch keinen Bock da drauf, der hat doch lieber Haus. Natürlich muss der mit. Ja, aber David, der muss doch mit, der will doch mein Schwiegersohn werden. Ach Mama, das reden wir mal oben gleich in Ruhe. Also ja, dann, nee, das geht das nicht. Das geht aber absolut nicht. Nee. Der kriegt ein paar Bierchen und dann machen wir Party zusammen. Ja, ja, ja. David steht auf Haus und überhaupt nicht auf Schlager. Ja, hallo Mannschaft. Hi. Hi. So, dann räumen wir mal. Okay. Ja, ich hatte gerade schon mal eine Diskussion mit meinen Eltern, ne? Die wollen doch unbedingt auch, so wie ich, dass du mitkommst. Hör mir bloß auf. Wie war deine Woche so, mein Schatz? Anstrengend. Kennst du ja meine Arbeitszeit. Ja, war wieder so viel Stress auf der Arbeit. Diese scheiß Dinger hier wieder. Ja. Lass sie da liegen. Aber du musst auch meine Eltern verstehen, die wollen dich doch auch dabei haben. Du sollst doch der Schwiegersohn werden. Da bin ich so oder so ohne Schlager. Ja, aber die finden das doch viel schöner, wenn du auch mitkommst. Wenn die dich auch dabei haben. Wenn du dich immer ausschließt, das ist ja auch nicht schön. Ja, ausnahmsweise ja wieder. Ja, dann gehen wir auch nächste Woche auf deine Party. Das nervt schon, dass meine Eltern sich immer einmischen und quasi David dazu überreden wollen, dass er mitkommt. Weil er hört nun mal wirklich nicht gerne Schlager. Also er ist eher so der Hausfan. Und das ist für ihn immer eine große Überwindung, da mitzukommen. Ist schon übertrieben, ja. Vor allem, dass ich immer mit muss. Obwohl ich Schlager überhaupt nicht höre. Aber man muss letztendlich mitziehen, ja. Und wir sind halt zusammen, akzeptiere ich. So Mädels, wie sieht's denn aus? Bleibt ihr denn so oder zieht ihr noch was anderes an? Nein, wir ziehen uns um. Wir haben doch extra was Neues. Das kennst du auch noch nicht. Oh, ja, bin ich überrascht. Ja, das ist ja auch schon Zeit jetzt. Wir haben uns diesmal für ein neues Outfit entschieden, und zwar rot-schwarz. Das ist das neue Top. Wo drauf steht Sandy Wagner, Fun Club. Und auf der Rückseite unser Motto, wir haben Spaß. Ja, und zu dem Outfit gehört natürlich auch noch der passende Schmuck. Da haben wir rote Ohrringe und eine Herzenkette. Und die passende Fanclub-Jacke mit dem Aufdruck Sandy Wagner Fanclub. So, und jetzt würde ich mal sagen, ziehen wir uns alle mal um. Jetzt noch aufhübschen, dann kann's losgehen. Töchterchen Christina hat einen Herzenswunsch. Ja, vielleicht kommen wir auch auf die Bühne. Das würde ich mir so wünschen. Ja. Das ist ja mit unserem neuen Outfit dann auch noch die ganze Family. Das wäre doch das allerbeste. Das wäre auf der Bühne. Das wäre das. Das wäre es. Das wäre so super. Yeah! Boah, was ist das denn? Boah, ist das geil, ey. Super. Mann, ich bin überrascht. Super. Einmalig. Und wie findest du mich? Super. Oh nee, was soll das? Das Sandy wird wieder verrückt werden heute Abend. Nicht, dass ich heute Abend allein nach Hause gehen muss, dann muss ich fragen, wo warst du? Wo warst du? Woher kommst du? Hat dich hier noch nie gesehen. Aber ich kenne dich aus meinen Träumen. Genau das ist. Mindestens 30 Wochenenden im Jahr sind die Nöckers auf Tour. Die vier fahren mehrere tausend Kilometer, sogar bis nach Mallorca, nur um ihren Schlagerstar immer nah sein zu können. Heute liegt eine Stunde Fahrt vor ihnen, dann ist das Ziel erreicht. Hi.
Überraschung. Auch Schlagermuffel David ist mit dabei, hat sich von Andrea überreden lassen. Wird er in der ersten Reihe stehen? Nee, auf jeden Fall nicht, nee. Eher in der dritten oder an der Biotheke. Sollen wir erstmal gucken, was hier los ist und wie der Stand der Dinge ist und wollen richtig Party machen und zu Sandy. Einmal Schlager, immer Schlager. Das ist das Lebensmotto der vierköpfigen Familie aus dem Sauerland. Gemeinsam haben sie sich bis in den Backstage-Bereich vorgekämpft, um ihr Schlageridol kurz vor dem Auftritt noch einmal anfassen zu können. Jupp, das Haus! Der Häuptling ist hier! Ich freue mich sehr. Ihr habt ja neue Klamotten, das ist ja unglaublich. Ja, sicher. Extra das für heute. Extra, das ist ja, extra was Neues. Das ist ja unglaublich hier. Ja. Also nicht, dass du denkst, ich gucke dir jetzt irgendwo hin, aber ich weiß nicht. Wir haben auch immer noch unser Motto, wir haben Spaß. Wir haben Spaß, ja, das Motto, genau. Ja, also das haben wir ja gesehen, dass ihr Spaß habt. Also ich freue mich unglaublich, dass ihr da seid heute, wirklich. Also was soll mit euch schon schief gehen? Also ich bin nicht schief gekommen. Wir rocken ab, wir geben alles. Gut, dann geben wir schön Gas. Weil ich muss nämlich jetzt gleich raus, also ich habe noch genau eine Minute. Und dann geht's los. Ich glaube, dass es relativ selten ist, dass es eine ganze Familie gibt, wo also wirklich Mama und Papa und die beiden Töchter und die sehen alle noch toll aus irgendwie und dass die so schlagerbegeistert sind zusammen. Sandy, 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 und was noch nicht für den, auch die Hände zum Himmel. Heute Abend geht sie weiter. Während die Nöckers an vorderster Front Vollgas geben, steht fast Schwiegersohn David in unmittelbarer Nähe des Biertresens. Und dann kommt der große Moment für die Schlagerfamilie Nöcker. Kurz vor Ende dürfen sie dann wirklich alle auf die Bühne. So, das sind übrigens die Nöckers hier. Im Kreis von guten Freunden schaut keiner auf die Uhr. Das geht doch. Und stellt der Wirt die Stühle hoch, dann fragen wir ihn nur. Und was sagen wir hier, Freunde? Der Auftritt von Sandy war genial. Wir haben so viel Spaß gehabt in der ersten Reihe. Wir haben einfach kräftig mitgemacht. Ich bin auch begeistert. Ich habe auch keine Worte mehr für mich. Ich habe ja schon gesagt, es ist wie eine Droge und es gibt Power für die nächsten Wochen. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Auftritt. Es war einfach hammergeil. Und Schlagermuffel David hat es auch überlebt. Ja, das ist nicht so mein Ding in der ersten Reihe. So ist schon crazy das Ganze, aber ich gönn's ihnen. Die sollen weiter Spaß haben. Ja. Für dieses Wochenende war's das. Aber das nächste lockt schon wieder. Nächste Wochenende sind wir in Witten, im Menschball. Da geht wieder richtig die Post ab.